Ich kann mir selbst nichts geben, ich sehe nichts. Irgendwie kann ich die Chili nicht essen, ich weiß auch nicht. Im Zweifelsfall schmeiß ich es halt weg. Nee, Chili ist nicht essbar. Ist echt gemein, ich brauche eine richtige Waffe. Ich gehe mal kurz duschen. Einfach nur, damit ich ein bisschen Ausdauer wieder habe, weil ich wieder angegriffen werde gleich. Ich will den Job, da komme ich garantiert, kann ich mich gut verstecken, könnte ich wetten. Ansonsten habe ich jetzt noch nichts gesehen, wo ich mich gut verstecken könnte. Hier drin vielleicht noch. Als Bibliothekar. Koch könnte auch noch funktionieren. So, er hat gekochtes Essen, das gefällt mir. Klebstoff, den nehme ich auch einfach mal so mit. Einfach nur so für Notfälle. Wir wissen das hier. Ich beklaue euch. Was ist das? Sand. Keine Ahnung, ob man das brauchen kann. Kann man da Zement draus machen? Ich brauche Klebeband. Holz finde ich irgendwie viel, oder? Ah ne, da wollte ich nicht hin. So, beklauen wir die mal noch. Ich muss haufenweise Klebern finden. Ein Dodo-Donut nehme ich mit. Schokolade, Feuerzeug. Ergänzt sich gut mit meiner Tasse. Okay, das verliere ich. Ich bin noch nicht stark genug. Vielleicht ja doch. Na, so kriege ich ihn auch langsam. Komm schon, Officer. Hilf mir. Warum werde ich denn hier vermöbelt? Was soll denn das? Der hat mich geschlagen und ich werde angegriffen. Also. Na toll, die haben meine Kleidung geklaut. Oh. Der schlägt mich und ich werde vermöbelt. Was soll denn das? Na warte. Irgendein Officer kriegt das heiße Schokolade ins Genick. Ach nee, ist ja gar nicht meiner. Für den Fall der Fälle mache ich vielleicht schon mal ein bisschen... Kit könnte ich ja auch gleich machen. Vielleicht ist es ja irgendeiner, der hat ja garantiert irgendwas dabei. Oh, toll, ein willenloses Opfer. Klebeband! Super! Kann ich mir meine Kleidung wiederherstellen? So. Ach so, meine Waffe ist ja jetzt auch weg. Ich weiß immer noch nicht, welchen Sinn dieses Chili hat. Wahrscheinlich brauchen wir das in Kombination mit irgendwas anderem, um Essen herzustellen.
brauche ich wieder neues Panzertape. Echt mal merken, wen ich schon ausgeplündert habe und wen noch nicht am Tag. Jetzt gehe ich auch noch mein. Jetzt will ich schon bei meinem eigenen Schreibtisch klauen. So fängt's an. Ich brauche mehr Panzertape. Viel mehr. Oh, eine Pfeile. Ich finde das irgendwie gar nicht. Ach, ich beklaue jetzt hier alle. Mir doch egal, die greifen mich so oder so an, egal was ich mache. Hier nimmt auch irgendwie keiner irgendwas mit, was... an Müll oder so, habe ich das Gefühl. Hier anscheinend keine. Oh, eine Kammklinge. Konnte ich eigentlich, hätte ich ja eigentlich auch mal machen können. Müsste eigentlich besser sein, die Kammklinge. Warum bin ich selber drauf gekommen? Okay, in diesem Gefängnis gibt's nicht viel zu klauen, habe ich das Gefühl. Ich muss morgen vielleicht mal dafür sorgen, dass der Typ, der Schneider ist, seinen Job nicht vollendet. Das heißt, ich werde ihn vermöbeln müssen. Wer macht denn den Job gerade? Ich gehe später duschen. Gib's ihm. Wer auch immer gewinnt. Paul. Ach, Glassplitter, so ein Scheiß. Das ist doch keine Waffe. Karen hasst uns. Macht nichts. Das nehme ich. Nur aus Spaß an der Freude, wenn ich ehrlich bin. Service-Schlüssel. Keine Ahnung, brauche ich den? Ich habe nichts verbrochen gerade. Nicht viel. Wenn ich rausgehe, erschießen die mich. Ich muss unter 90% kommen vorher, darf ich da nicht hingehen? Ich habe zwar verpasst, wer jetzt wer gefilzt wird, aber das ist mir jetzt gerade egal. Darf jetzt nicht mehr auffallen. Ein Problem. Okay, was ist denn hier alles verboten? Das ist schon mal sowas von verboten. Das ist sowas von verboten. Pfeilen sind, glaube ich, im Gefängnis auch nicht erlaubt. Der Rest müsste soweit okay sein. Okay. Okay, wir haben alle verbotenen Gegenstände bei uns, da dürfte nichts passieren. Den Morgenappell müssen wir jetzt noch abwarten. Wir dürfen nicht so auffällig sein. Wir haben schon mal eine... Service war der gelbe. Ich glaube, das ist sogar der richtige, den ich brauchte. Für dort oben. Muss ich nur noch mehr Panzertape zusammenkriegen. Au, warum schlägst du mich? Leute, ich werde von einem Polizisten gejagt. Hallo. Wollt ihr mir nicht helfen?
Service-Schlüssel sieht richtig aus. Ich glaube, ich habe den richtigen Schlüssel genommen. Ich werde verfolgt. Hallo. Hilft mir. Ein gewalttätiger Wärter verfolgt mich. Und niemand will mir helfen. Auch die anderen Wärter komischerweise nicht. Ich glaube, er hat mich gleich. Ey, da wird geprügelt. Wollt ihr da nicht eingreifen? Der will nicht, die wollen nicht eingreifen, der will nur mich verprügeln, habe ich das Gefühl. Oh, ein Burrito, den würde ich gerne nehmen, aber nein, danke. Das Gemeine ist, ich darf mich nicht mal wehren, weil wenn ich mich wehre, werde ich von den anderen auch noch verprügelt. Ich krieg den nicht los. Ich glaube, jetzt habe ich ihn abgehängt. Oh Moment, den wollte ich gar nicht. Ich wollte einen leeren Schreibtisch. Ich gehe mal an den unbenutzten Schreibtisch ran. Oh, da liegt Essen drin, das nehme ich mir gleich. Die Pfeile. Ich habe einmal Panzertape. Mist, jetzt konnte ich wegen diesem Idioten nicht dafür sorgen, dass der andere seinen Job verliert. Ich darf nicht bewusstlos werden. Jetzt habe ich schon mal eine Service-Schlüssel-Plattform. Gibt's Kitform. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Feuerzeug und ein bisschen Plastik. Okay. Machen wir folgendes. Fange ich einfach schon mal an meinem Plan zu arbeiten. Mal sehen, wer verliert. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Gutes raus. Schlaftabletten brauche ich nicht. Ich horte erstmal ein paar Gabeln. Service-Schlüssel schon. Das ging schnell. Muss nur einen richtigen Menschen erwischen. Zufällig. Ah, das sind mir ein paar Gabeln zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich fange gleich doch noch nicht an, irgendwelchen Blödsinn zu machen. Ich brauche noch ein paar Gabeln mehr. Kriegen die Erde immer her, frage ich mich. Hofgang, okay. Holz? Gibt's so viel Holz? Ich verstehe es nicht. Wird man wirklich zugemüllt mit Holz, habe ich das Gefühl. Oh, da ist jemand bewusstlos. Das ist schön. Gary. Ich gehe erstmal zum Hofgang. Ist nicht verrückt, dass es genauso viele Trainingsplätze gibt, wie Leute immer drin sind? Verrückt, sage ich euch. Und jetzt haben wir endlich mal die unsere Auffälligkeit wieder los. Jetzt erst. Dort oben könnte ich jetzt sogar rein. Ich habe einen Schlüssel für den Service. Boah, eine Spitzhacke gefunden. Das ist gar nicht schlecht. Denke ich zumindest. Ich esse mal ein Burrito. Und einen Donut.
Ja. Dann müsste ich eigentlich arbeiten können. Ich muss jetzt erstmal nur Paul davon abbringen, seine Arbeit zu machen. Beim nächsten Mal. Die geschmolzene Schokolade müsste ich eigentlich auch essen können. Ach ja, ich sollte vielleicht immer hier reingehen, um mich zu erholen zwischendrin. Demnächst werde ich auch ein paar Gabeln mehr holen. Ich glaube, ich mache hier ein Loch rein. Mach hier irgendwo ein Loch rein. Au, wer war das jetzt? Aaron. Okay, wenn das so will. Jetzt habe ich ihn gerade einen Falschen angeschlagen mit. Sorry, wer auch immer du warst. Okay, ich darf nicht bewusstlos werden. Was ist das? Nick. Wir müssen Paul umhauen. Wir brauchen seinen Job. Dann könnte ich hier noch, also hier irgendwo ein Loch reinmachen, dann mache ich hier noch hier ein Loch rein. Und dann kann ich hier ein Loch reinmachen und dann kann ich erstmal an die Häftlingsbeute und zweitens kann ich dort hinten auch anfangen zu graben, mühelos. So, wo ist Paul? Gar nicht da. Sitzen wir hier zu fünft auf vier Stühlen? Tut mir leid, Paul, ich möchte deinen Job leider haben. Ob das auffällt, wenn ich hier einfach durch diese Tür gehen würde? So. Oh, einen Donut nehme ich, ne? Wenn ich ihn hier reinschmeiße, kommt er hier rein, theoretisch nicht raus. Er kommt doch raus. Okay. Trage ihn so weit weg wie nur irgend möglich. Wenn ich meinen Job verliere, ist das okay. Aber er darf seinen halt nicht erfüllen. Ich muss ihn nur so lange anstarren, bis er keinen Bock mehr hat. Einfach nur anstarren reicht eigentlich. Ich glaube, jetzt hasst er mich wirklich. Das Gute ist, ich bin schon stärker als er. Okay, jetzt dürfte er seinen Job nicht mehr schaffen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ich kann meinen Job nicht machen, weil er mich andauernd schlägt. Ist egal, ich werde eh seinen Job dann übernehmen. Ich glaube, er hasst uns. In 20 Minuten wird er nicht den ganzen Job schaffen können.